Hallo meine Lieben, wir machen einen chinesischen Klassiker zusammen und zwar vegan abgewandelt. Und jeder von euch kennt das Gericht unter Gongbao, Hühnchen meistens auf der Speisekarte oder Gongbao mit einem anderen Fleisch. Aber man kann das auch sehr gut ohne Fleisch machen. Und Gongbao ist ein Gericht, was aus der Sichuan-Küche kommt, südwestlich Chinas. Meine Mutter ist selbst Chinesin, deswegen kenne ich das noch von meiner Kindheit sehr gut. Und die Sichuan-Küche ist ja sehr berühmt dafür, dass sie sehr, sehr scharf ist. Ich werde das Gericht auch scharf machen, aber ihr könnt es selbst variieren, indem ihr weniger getrockneten Chili reinmacht oder mehr. Da müsst ihr selbst ein bisschen rumprobieren, aber ich kann euch auf jeden Fall verraten, dadurch, dass wir ganze Chilischoten reinmachen und sonst kein zusätzlich klein gehacktes Chilipulver oder ähnliches, wird es nicht ganz so scharf sein. Als Fleischersatz nehme ich jetzt Blumenkohl, weil Blumenkohl sich echt wirklich gut eignet. Wir müssen ihn klein schneiden, weil er natürlich auch kross werden soll. Und normalerweise, wenn wir Gongbao, Hähnchen, Chicken irgendwo im Restaurant essen, ist es auch meistens jedenfalls relativ kross. Also jedenfalls finde ich es am besten, wenn es ja schon ein bisschen knusprig gebraten wird. Aber dafür müsste man sehr, sehr viel Fett benutzen. Und das Ganze geht auch sehr gut im Backofen. Und nein, ich möchte es nicht schneiden, weil ich möchte hier eigentlich die Röschen beibehalten. Nicht ganz so groß, wie sie hier sind. Ich werde sie ein bisschen kleiner rupfen. Wir können sie ganz normal mit den Händen vom Stamm runterrupfen. Wir wollen es halt nicht schneiden, weil wir die Röschen später so als, ja, als Hähnchenstückersatz sehen wollen. Toll ist eben auch an Blumenkohl, das ist einfach, es ist wirklich super kalorienarm, es sättigt schön und es ist so vielfach einsetzbar. Nicht nur hier, sondern als Reis zum Beispiel, als Low-Carb-Reis. Jetzt die Röschen ein bisschen kleiner zupfen in eine Schale, so in mundgerechte Stücke, sodass ihr am Ende nicht euren Kiefer aushebeln müsst, nur um die kleinen Röschen zu essen. Die Röschen müssen später in den Backofen, aber nicht einfach nur so, sonst werden sie nämlich einfach nur weich und schmecken auch gefühlt nach gar nichts. Deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen Öl drüber geben. Etwas ganz normale Sojasauce. Für den Geschmack ruhig mit den Händen so ein bisschen umrühren, damit auch alle Röschen da drin so ein bisschen eingetunkt, eingetaucht werden. Und da wir ja nicht so viel Öl und nicht so viel Sojasauce genommen haben, müsst ihr umso mehr die Hände einsetzen. Wir machen noch Maisstärke dazu. Maisstärke kennt ihr normalerweise durchs Andicken von Soßen benutzt man das oft. Also einfach mal nach Maisstärke bei euch suchen. Wenn ihr das gemacht habt, kommen wir die Hände zum Einsatz. Wir panieren unsere Blumenkohlröschen. Und dann ist schon fast die Hauptarbeit erledigt, weil die kommen jetzt so in den vorgeheizten Backofen. Und wenn sie schön kross sind, dann komme ich zurück und dann machen wir weiter. Natürlich gehört auch noch ein bisschen Soße dazu. Da sind wir wieder mit unseren fertigen Blumenkohlröschen. Und ich habe euch ja versprochen, danach geht es auch rucki-zucki weiter. Einerseits brauchen wir ein bisschen Knoblauch und noch ein bisschen Ingwer, weil bei ziemlich allen chinesischen Gerichten darf Ingwer nicht fehlen. Und als kleine Farbzugebung, aber es schmeckt auch sehr lecker dazu, habe ich hier noch Lauchzwiebeln. Da nehme ich jetzt nur das Grüne. Schneid das in kleine Ringe. Und dann ist die Schnibbelarbeit fertig. Und wir mischen die Soße noch schnell zusammen. Da habe ich ja hier schon einige Sachen stehen. Einerseits Hoisin-Soße, die von euch eh Asia-Fans sind oder sehr, sehr gern chinesisch essen, kennen die Hoisin-Soße. Das ist für mich eins der besten so Fertigsoßen, die man kaufen kann. Die Hoisin-Soße gibt es in jedem Asia-Shop. Ich werde aber wie immer unter diesem Video meinen Blog verlinken. Dort gebe ich euch alle Mengenangaben nochmal vor. Und vor allen Dingen verlinke ich euch nochmal eine Hoisin-Soße, damit ihr mal sehen könnt, wie sieht die aus, wie schreibt man die genau. Ihr wisst Bescheid. Gebe die Hoisin-Soße hier rein. Noch etwas Reisessig. Reisessig kennt man auch von Sushi. Vielleicht habt ihr den zu Hause. Wenn ihr den nicht zu Hause habt, nehmt einfach ein bisschen ziemlich neutralen Essig. Das geht auch. Dann ein bisschen Ahornsirup. Könntet auch natürlich Honig nehmen oder Zucker. Ebenfalls ein bisschen Maisstärke, um das Ganze anzudicken. Und ein kleines bisschen Wasser kommt auch noch dazu. Ein bisschen normale Sojasauce. Ich nehme meinen Schneebesen, verrühre das Ganze. Und die Soße ist eigentlich jetzt fertig und kann zum Essen dazugegeben werden. Aber wir werden jetzt als allererstes noch unseren Herd anmachen. Ich gebe Öl dazu. Mein Knoblauch, der schon ein bisschen viel ist. Also wir müssen es ja nicht übertreiben, gell? Obwohl man eigentlich bei uns es fast nicht mit Knoblauch übertreiben kann. So sehr lieben wir Knoblauch.
reindrücken. Ich gebe gerne an dieser Stufe schon unsere Cashewnüsse dazu, weil ich finde es immer ganz schön, wenn die auch ein klein wenig noch angeröstet werden. Aber nicht die Chilis jetzt dazugeben, außer ihr wollt das Ganze noch viel, viel schärfer machen. Weil wenn man Chili erhitzt, dann wird es noch um einiges schärfer. Und wir haben hier auch noch getrocknetes Chili, also diese kleinen Schoten hier. Die sollten wir auf jeden Fall nicht zu lange reingeben. Blumenkohlröschen sind jetzt soweit schon so abgekühlt, dass ich sie anfassen kann. Und durch den Backofen sind sie auch gar. Weil sonst, wenn wir nur das Ganze in der Pfanne machen, müsst ihr es irrsinnig lange in der Pfanne kochen. Oder ihr müsst darauf achten, dass ihr mehr Flüssigkeit dazu gebt. Jetzt ziehe ich das noch einmal durch die Pfanne. Lass es noch ein bisschen rösten und dann kommt die Soße ins Spiel. Bevor alles weg ist, unsere Chilischoten. Und natürlich Frühlingszwiebeln. Ihr könntet an dieser Stelle sogar schon euren Herd ausmachen, damit nicht das Ganze verfliegt, die ganze Soße auch schön dabei bleibt. Und schon haben wir das Ganze fertig. Ein bisschen Sesam passt auch sehr gut dazu. Und ich esse das am allerliebsten mit ein bisschen Reis. Und da habt ihr eure super schnelles und vor allen Dingen gesundes Gong Bao mit Blumenkohl. Und es duftet schon ganz, ganz himmlisch. Bisschen Reis dazu genommen. Und jetzt geht's ans Probieren. Auf jeden Fall dürfen die Cashews nie fehlen. Diese Süße, aber auch die leichte Schärfe vom Chili, die man übrigens nicht unbedingt essen muss, weil die sehr, sehr scharf sind, passt perfekt. Also ich muss auf jeden Fall jetzt weiter essen und hoffe, ihr macht das Gericht nach. Und dann sehen wir uns beim nächsten Rezept, weil ich wöchentlich neue Rezepte hochlade. Bis dann. Tschüss. Meine Lieben, bevor ihr wegschaltet, wollte ich euch noch was mitteilen. Mein Schmuck ist jetzt online gegangen im Online-Shop vom Bodykiss-Laden. Und ich freue mich total. Ich habe den selbst designt und ihr seht, es gibt richtig schöne filigrane so Layering Pieces. Unser Wickelarmband, Kette, es gibt Ringe. Und ich hoffe, ihr schaut mal vorbei, weil es ist natürlich von uns für euch und alles mit sehr, sehr schöner Qualität und vor allen Dingen alltagstauglich. Ich ziehe meine jetzt schon seit Monaten an und freue mich, wenn ihr mich verlinkt, wenn ihr sie gekauft habt. Bis dann. Tschüss.